Es freut mich sehr. Ich begrüße euch zu unserem 72. Stammtisch und zum ersten Online-Stammtisch. Das war mein Versuch und ich muss sagen, ich bin überwältigt von den vielen Anmeldungen. Also 35 Leute, bei der Hälfte hätte ich mich schon gefreut. Aber das ist, jetzt bin ich nervös. Herzlichen Dank. So, ich würde sagen, wir stürzen uns gleich direkt ins Geschehen. Ich muss euch aber vorwarnen, das wird jetzt keine leichte Kost. Und es wird sicher unübersichtlich werden, weil es einfach so eine Fülle an Informationen ist. Aber ich habe den Vortrag als PDF bereits auf unserer Homepage gestellt. Das heißt, ihr könnt euch jede Folie, die ich herzeige, jeden Einstieg mit Link und mit genau den Fotos, die das zeigen, wie man dann in das Buch kommt, alles runterladen. Ich habe es dann alles beisammen. Ich sage, das ist alles einmal her. Aber noch, ihr werdet ja nicht jedes von den 8 Archiven, die es gibt in der Tschechei, alles brauchen. Darum könnt ihr euch das dann einfach da dann aussuchen, was ihr für eure Familie benötigt. Ich muss auch dazu sagen, ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Ich habe zum Teil, also ich habe in manchen Archiven schon geforscht, aber ich habe mir halt das trotzdem jetzt von jedem Archiv einmal schon vor 3 Jahren eingezogen sozusagen, damit ich das einmal herzeigen kann. Aber wenn Sie manche erinnern, den Vortrag schon einmal gehalten, 2017, und jetzt nur einmal überarbeitet, weil natürlich nach 3 Jahren ist das wenigste noch so, wie es war. So, wie findet man jetzt den Vortrag? Ich will jetzt einmal meinen Bildschirm teilen. So, 60er. Mein Bildschirm? Ja, sehen Ja, wir wir. sehen ihn, Ah, super, Elisabeth. Ja, wir danke. sehen ihn. Und ein Anliegen hätte ich noch Martin, Robert oder irgendwem. Könnt ihr bitte nebenbei ein bisschen mitschauen? Ich sehe das nämlich in der Einstellung nicht gut, ob er im Chat was schreibt oder eine Wortmeldung hat. Außer er sagt direkt was. Okay, Gell, dass da ein Martin. bisschen schaut, wenn wer Zwischenfrage hat und Einfach alle reinblären, beieinander. bitte. Ja, das war natürlich am einfachsten. So, ihr kennt ja unsere wunderschöne Homepage, ne? Da hier oben ist dann normalerweise das Anmeldenfeld, wenn ihr sowieso angemeldet seid. Und wenn ihr angemeldet seid, erscheinen eben der Download-Bereich und der Button-Bereich. Ihr geht einfach in den Download. Unterlagen zu den Vorträgen und der allerletzte, 2021-02, ist das, was ich euch jetzt da zeige. So. Wir alle kennen das Problem, man forscht lustig vor sich hin, denkt sich nichts Böses und auf einmal kommt sowas wie geboren in Abzroth, Bezirk Eger in Böhmen. So, Abzroth heißt auch nicht mehr Abzroth, es wird relativ schwer sein, da was zu finden. Drum gibt es für solche Fälle die geniale Seite genteam.at. Man muss sich dort registrieren, aber das ist kostenlos. Und in dieser Datenbank kann ich dann herausfinden, wie heißt Abzroth hätte und zu welchem Archiv gehört das. Also es ist da der Link, ihr braucht es dann nachher im PDF auf die Strangtasten drucken und auf den Link und dann geht automatisch Genteam auf. So. War ja schlau und habe das da vorher schon vorbereitet. Wenn man ins Ortsverzeichnis geht, das ist da dieser Punkt, kann man oben auswählen, aus den Punkten es enthält. Wenn ich jetzt nicht alles lesen kann, zum Beispiel bin mir sicher, das ist ein S und ein R und ein O und ein T, dann klopfe ich mal die 4 Buchstaben eine. Kann, wenn ich mir sicher bin, das Grundland auswählen und gehe mal auf Suchen und schaue mir, was es ausspuckt. Ich kann aber da auch auswählen, dann es beginnt mit, wenn ich mir bei den ersten 3, 4 Buchstaben sicher bin. Oder wenn ich mir ganz sicher bin, dass ich das lesen kann und es das heißt, man schreibt es ja so, wie es der damals geschrieben hat, dann kann man auf Ist gehen. Aber eigentlich, ich bleibe zum Beispiel immer bei der Einstellung enthält, weil es eh wurscht ist. Dann schreibe ich dorthin, was ich glaube und sehe eh, ob ich weiterkomme. Wenn man das da mal eintippt hat, dann kommt eine Liste mit Vorschlägen, was alles gemeint sein könnte. Und da habe ich schon das Abzug, wenn man dann auf das Blatt tippt, wenn man da dann draufklickt, kommt man zu den Details. Abzroth heißt jetzt Oberdorf, ist in der zuständigen Pfarre Lubi, Matrikenbeginn.
politischer Bezirk Kronland und der letzte Klick unten ist der Klick direkt ins Archiv rein. Aber ihr kommt nur ins Archiv, das heißt, ihr kommt nicht gleich zu den Büchern von Abzrot oder was ihr eben dann auch sucht, ihr kommt ins Archiv. Und wie haben wir dann jetzt in dem betreffenden Archiv weiter tut, das schauen wir uns jetzt da rein noch an. Nützlich ist nur zu wissen, dass die Abkürzungen bei den Kirchenbüchern steht, fuhren immer N, O oder Z. Ja? N ist für die Geburten, kann man sich merken mit Neugeboren oder Nachwuchs. Der Ring, das O ist für die Trauungsbücher und Z ist Sterbebücher. In den meisten Archiven gibt es sowieso eine deutsche Seite. Es ist aber dann oft sind die Randbemerkungen dann trotzdem in Tschechisch verfasst und das kann man mit der rechten Maustaste einklicken in das Bild und dann übersetzen in Deutsch wählen. Das zeige ich euch dann noch. Wie das geht, damit man dann die Sachen, die rund um den stehen, auch noch übersetzen kann. So, wir fangen an im Archiv der Stadt Prag. So, da gehen wir gleich einmal direkt rein. So. Da ist schön bezeichnet, da ist natürlich gleich mal alles in Deutsch und wenn ich da jetzt da wissen will, was da steht, klicke ich einer, auf Deutsch übersetzen, schwuppdiwupp und schon ist kein Geheimnis mehr vor mir sicher. Da kann man sich natürlich dann durchklicken und durchsuchen, das ist ja da dann einmal ein Paradies. Man geht einfach auf die Matrikensammlung, da herum kann man wenn ich da genau weiß, welche Pfarr ich suche, dann kann man da natürlich gleich einmal einschränken. Ansonsten ist ja das Archiv nicht so groß, Gott sei Dank. Und man kann dann einfach auf das Bildsymbol klicken und kommt direkt in das Buch. Ihr seht oben Pfeile, eh so wie man es kennt. Man kann speichern. Ja. Und man muss, es kostet nichts, muss sie nicht registrieren. So. Also, so wie ich es euch gerade vorher gesagt habe, in Suchfeld eintippen, zu Archivalien gehen und da oben ist das Bedienfeld. Das nächste Archiv ist das im mittelböhmischen Kreis ohne Prag, das Gebietsarchiv Prag. Man kann es auch ohne Registrierung uneingeschränkt verwenden. Aber wenn man sich anmeldet, dann kann man Bilder herunterladen oder einen Kommentar hinterlassen. Es gibt eben dort den Punkt Matrikeln und den Punkt Archivalien. Da befinden sich Schul- und Gemeindechroniken, Pläne, Karten, was über Bergbau, Ländereien und Herrschaftliches. Da muss man halt dann auch wieder mit dem Trick, den ich gesagt habe, die Seite übersetzen, weil das von Haus aus dann nicht in Deutsch ist. Das können wir sich aber auch anschauen, wie man da am Gescheitern tut. So, ich gehe auf die Matrikel. So, dann geben wir ein. Pribram zum Beispiel. So, und dann habe ich da schon die ganze Liste. Ich kann das da noch einschränken mit der Datierung. Und da seitlich sieht man, wie viel scannt sind. Und es sind aber Bücher drinnen, da steht null dabei, die sind halt dann natürlich, gibt es zwar, aber sind da nicht vorhanden. Bei der Ortssuche genügen schon drei Buchstaben, damit Vorschläge kommen. Und das ist nicht bei allen Archiven, aber bei diesem Archiv ist es auch möglich, den deutschen Ortsnamen einzutippen. So, und wenn man dann zum Buch geht, ist da unten auch wieder ein Beispiel, die klassische Bedienleiste, wie wir es eigentlich eh alle schon kennen. So, das staatliche Gebietsarchiv Zamrsk, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, die nennen es halt einmal so, das sticht ein bisschen außer vor alle anderen. Wenn sie über Genteam einsteigt, da kommt zuerst deutsche Seite und die Erklärung. Da muss man dann runterscrollen, bis man zu dem Punkt Matrikeln kommt. Oder ihr klickt da oben auf den Link, dann kommt es gleich direkt dorthin. So schaut es dann aus. Also entweder bei Genteam auf Matrikeln klicken und daher kommen oder über den Link direkt daher kommen.
Wichtig ist eigentlich nur da herunten der Punkt Inventare, da draufklicken. So, dann brauchen wir die Lagerliste, also die Bestände. Dann öffnet sie ein PDF mit einer elendslangen Wurst mit den Beständen, was die haben. Das ist, da empfiehlt sie sich dann auf Strang und F zu drücken. Das macht sie ein kleines Suchfeld auf. Da tippt man dann einfach eine, welche Pfarre man gerne möchte. Und wenn man dann draufklickt auf den entsprechenden Link, dann lohnt sich das ganze Buch am Computer runter. Ja, ihr sucht es in diesem Archiv nicht online, so wie bei allen anderen, sondern es lohnt sich auf euch am PC runter. Als ZIP-Datei, da geht man dann eben auf Entzippen und ihr habt das ganze Buch bei euch herunten. Gibt es bis daher jetzt einmal Fragen? Ich fasse das als Now. Müsste man probieren, dann sieht man es. Ja, Elisabeth, du bist gut, heißt. Du lässt alles stumm schalten und dann fragst du das, gell? Das war der Robert. Gut, passt schon. Naja, damit man keine Nebengeräusche im Hintergrund hat. Um das geht es, ja, beim Aufzeichnen. Nein, das passt. Ja. Ja, nein, wenn er fragt, wer auf was fragen oder sagen will, muss. Richtig, korrekt. Muss er sich halt rühren mit angeschaltetem Mikro, ne? So. Es geht hurtig weiter. Und zwar der nordmährische und österreichische schlesische Teil, also Troppau. Ja, das schauen wir sich am besten an, weil das muss ich euch zeigen, wie man da am Gescheitern tut. So, da sind wieder, die haben da verschiedene Sammlungen beieinander und am aller Gescheitern finden wir es, wenn man da einmal alles weg tut und sich mal nur die Matriken hernimmt. Weil ansonsten ist das so eine unglaubliche Menge an Informationen. Das wird einfach unübersichtlich. Dann darf man sich gleich mal einstellen, wir wollen nur alles, was digitalisiert ist. Was nicht digitalisiert ist, will ich gleich gar nicht wissen. So. Und dann nehmen wir für eine Ortschaft? Fulneck. Da ist so, suchen. So. Und jetzt erscheinen dann sämtliche Matriken, die von Fulneck sind. Er geht dann über die Büroklammer und kommt dann ganz einfach zu den Scans. So, man kann das natürlich dann in dem Archiv, das konnte ich noch geschwind sagen, dass man das ein bisschen einschränken kann, die Suche. Und zwar da herunten, genau. Den Ort muss man in tschechischer Sprache eintippen. Man kann da auswählen, ob es in das Archiv aufgenommen sind, die Matrikeln, den Urheber, ob man Geburten, Getraute oder nur Gestorbene oder so weiter sehen will und welche Religion. Oder Militär oder sonstiges. Damit man das, wenn wirklich eine riesige Menge an Archivalien kann man gleich mal einschränken kann, damit man nicht ganz die Übersicht verliert. So, das habe ich eh gerade gesagt. Man kann eben da über die Klammer gehen und dann aufs Bildsymbol klicken und. Elisabeth, da war gerade eine Frage von der Ingrid gestellt worden. Kannst du reinschauen in den Chat? Ja. Wart, ich muss schauen, wie ich da hinkomme. Chat. Da habe ich wohl Chat für. Das ist schlau, das ist fort. Das ist fort. Warte mal, ich wiederhole die Frage. Warte mal, ich gehe in den Chat rein. Du, ja, kannst du bitte. Die Ingrid fragt. Eine Frage, ein Hinweis. Ingrid, das kannst du aber selber. Stell die Frage selbst, ja? Nein, es ist keine Frage. Es ist ein Hinweis, dass da weitere Informationen zu dem vorhin genannten Ort zu sehen sind. Ah, okay, gut. Okay, danke. Kurz, das habe ich zu wenig unten, war es zu klein zum Lesen. Okay, danke. So, bei dem da? Meinst du das, Ingrid? Ich sehe jetzt nicht, was du meinst. Ich habe einfach einen Link reingeschrieben, wo weitere Informationen zu diesem Ort Absrot zu finden sind. Ach so, okay. Okay, das sehe ich jetzt gerade in der Ansicht leider nicht.
Wollte nicht unterbrechen, wollte nein, nein, das nur. macht nichts. Wir blaschieren nicht vor uns hin. Also das passt schon. So, ich glaube, da, ja, die Bilder kann man abspeichern. Das ist vielleicht auch ganz praktisch, wenn man das möchte. Und es gibt einen Direktlink, den man, der auch verfügbar ist. So, in Südmähren, Mährisches Landesarchiv Brünn, kann man den Ort dann noch mit deutschem Namen suchen. Also es erscheint dort oben, tippt man einfach da den Namen, geht auf Suche natürlich. Ne? Das kommt man auch gleich so machen. Was es funktioniert. Okay, das geht jetzt gerade nicht. Aber den Link hätte ich erneuert, weil da ist der alte auch nicht mehr gegangen. Ist ganz, also ganz klassisch, man geht auf Anzeige und kommt ins Buch und hat da wieder die normalen Symbole, mit denen man suchen kann. Man kann sich dort registrieren, dann kann man mit einem eigenen Konto die Bilder anspeichern, kann sich Lesezeichen setzen, kann Notizen machen oder sich mit Freunden verknüpfen. Also wenn es der andere auch genau in dem Buch sucht, dann kann man sich da austauschen, vielleicht findet man ja was. Also das ist eigentlich relativ kurz und knackig und übersichtlich, darum hat die Folie auch nur eine Seite und wir kommen schon zum nächsten. In Wittingau. Auch in diesem Archiv kann man sich ein Konto anlegen, muss man aber nicht. Man findet eine irrsinnige Fülle an Archivalien hier. Schauen wir mal. So. Die Matriken sind da unter diesem Punkt. Aber wie Sie sehen, es gibt viel weitere Sachen, wonach wir lechzen im Normalfall. Man kann auswählen die Kirche und dann kommt da ein alphabetisches Verzeichnis und da kann man sich dann den Ort aussuchen, den man möchte. Oder wenn ich gleich direkt weiß, was ich will, dann kann man da in die Suche gehen. Nehmen wir Christa Nowitze. So, und bei beiden Punkten kommt man dann zu den Archivalien. Klickt man drauf und dort da unten das Bedienfeld sozusagen kann scrollen und so weiter vergrößern. So, da ist das dann auch nochmal genau beschrieben, entweder Suchen und Name oder eben wie vorher mit der Liste und das Bedienfeld. Aber man angemeldet ist, hat man dann auch noch das tschechisch-deutsches Wörterbuch, was sehr, sehr praktisch ist. Also es geht auch ohne Anmeldung. Lesezeichen setzen kann man mit Anmeldung und auch Diskussionen anfangen. Also der Austausch mit anderen Forschern ist auch hier möglich. In Pilsen ist es, wenn man sich die Seite übersetzt, das Feld Ort, ansonsten heißt es Misto. Wo man den Ort eingeben kann, kann dann da wieder aussuchen, hat auch andere Archivalien, jede Menge. Und auch das ist wieder die klassische Vorgehensweise, wie wir sie von allem anderen auch kennen. Wenn das Buch den laden würde, aber wie das Buch ausschaut, kann man sie vorstellen. Ja, den Namen funktionieren auch auf Deutsch, müssen aber ausgeschrieben werden. Bei vielen anderen genügt es ja, wenn ich 3, 4 Buchstaben reinklopfe, dass gleich einmal Vorschlagsliste kommt. Da nicht. Da muss ich genau wissen, was ich möchte. Da kommen keine Vorschläge. So, und in Leitmeritze ist es so, dass die dankenswerterweise gleich da herunter auf der ersten Seite direkt den Link zur Datenbank vom Personenstandsregister gesetzt haben. Das heißt, man klickt da drauf, kommt dann gleich automatisch zu den Matriken. Das ist ähnlich wie Dropbaum. Auch hier steht der Baum für die Matriken. Man kann durch die Ortsuche die Auswahl schon einmal verkleinern. Es wird aber nur, man kann es zwar Deutsch einsetzen, es wird aber trotzdem nur der tschechische Name angezeigt. Das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied zu den anderen.
Und genauso wie schon vorher auf die Klammer, dann erscheint das Bildsymbol und man kommt ins Buch. So, also da Klammer. Und man hat die Möglichkeit, ein Bild zu speichern. Man muss sich nicht anmelden, man kann auch da alles Mögliche runterspeichern. So, im Wesentlichen ist da jetzt einmal alles zusammengefasst, was man braucht. Da sind sämtliche Links, die direkt ins Archiv kommen, wo man genau weiß, welcher Archiv halt zuständig ist. Als letztes habe ich da noch für alle, das interessiert, die jüdischen Matriken sind im Tschechischen Nationalarchiv und das ist der Link dazu, falls das irgendwie einmal brauchen sollte. Und ansonsten sind das die Einstiege und wie man dann vom Einstieg bis zum Kirchenbuch kommt, das ist auf die nachgekennt. So, jetzt schaue ich mal, ob ich mein Bildschirm wieder für mich kriege. So. Na gut, also wenn jetzt einmal zu dem Teil niemand mehr Frage hat, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, ich habe euch nicht überstrapaziert. Und wann, dann kann man auch nichts machen. Ja, dann würde ich mal sagen, den offiziellen Teil bedanke ich mich, dass ihr alle, also 34 Leute, Wahnsinn. Herzlichen Dank, dass ihr euch angemeldet habt, dass ihr teilgenommen habt. Und ich würde sagen, wir dann erst noch ein bisschen gemütlich miteinander plaudern. Ne?